Und damit willkommen zurück zu Layers of Fear. Wir müssen die Entscheidung treffen, ob verschmorter Rollstuhl oder die Gemälde, wobei ich die Gemälde weniger angsteinflößend finde, als den Rollstuhl. Und ich würde aber sagen, wir wagen uns mal mutig am verschmorten Rollstuhl lang. Warum? Ah, wir machen erstmal alles am Licht an. Geht hier erstmal alles an Licht aus, ich glaub's ja. Okay. Kann man nicht aufheben. Oh, da liegt wieder ein Zettelchen. 12. September. Sie hat es schon wieder getan. Vorhin habe ich noch ein paar ihrer Kritiken entdeckt. Kleine Zettel an eine meiner jüngsten Arbeiten geklebt. Die beleidigendste, hasserfüllste Kacke, die ich jemals über meine Arbeiten gelesen habe. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Schließlich kennt sie mich gut genug, um genau zu wissen, was mich wirklich trifft. Ich kann nur nicht glauben, dass sie das wirklich gegen mich verwendet. Am schlimmsten ist, dass sie, als ich sie damit konfrontiert habe, abgestritten hat, irgendwelche Zettel geschrieben zu haben. Als ob ich ihre Handschrift nicht erkennen würde. Du meine Güte, hasst sie mich wirklich so sehr oder fängt sie an, ihren Verstand zu verlieren? Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Geht wahrscheinlich um die Frau, vermute ich jetzt mal. Der so viele Bücher. Scheint wieder sehr belesen zu sein hier. Was? Alter! Oh. Anschlag. Echt? Kann ich die Kerzen anmachen? Mach doch die Kerzen an. Boah. Natürlich. Und wieder abgeschlossen. Noch mehr Bücher. Ja, wunderschöne Bilder. Da ist eine Tür. Was? Okay, hier können wir nichts anfassen, nichts lesen, nichts angucken. Da liegt noch was. Ich kann es aber leider nicht auswählen. Und überall Seile drin. Was machen die hier heimlich? Bondage-Spiele? Nein, da will ich nicht rein. Okay, ich glaube, ich muss da rein. What the hell? Mann! Tür zu, zieht. Ja, natürlich. Wieder kaputte Suffflaschen. Oh, da liegt ein Zettel drin. 4. April. Oh nee, 6. April. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist, aber er sollte es verdammt nochmal besser wissen. Mit einem Kleinkind im Haus, das ist einfach verantwortungslos. Was? Jetzt geh doch weg. Ah, wir machen erstmal Licht. Hier liegt noch was. Ein weiterer Schlüssel.
Sehr gut. Den Zettel haben wir gelesen. Eigentlich ganz schnuckelig hier, das kleine Räumchen. Okay, Buch können wir auch nicht auswählen. Foto kann ich nicht drehen. Sieht wie ein Hochzeitsfoto aus. Wahrscheinlich er und seine Frau. Die Köpfe sind durchgestrichen. Rausgekratzt. Sehr schön. Okay, die Spuren fangen einfach an nichts an. This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Okay. Unsere Schritte klingen übrigens genauso wie der gerade vor der Tür stand und dagegen gehämmert hat, wie bescheuert. Dafür brauchen wir den Schlüssel. Gucken wir, ob wir zurückkommen. Nein. Okay, wir müssen da durch. Den Raum kennen wir auch schon. Mann. Ach toll. Wieder abgeschlossen. So viele kleine Räume. Gachen gibt's doch gar nicht. Mal erstmal wieder Licht an. Licht ist immer schön. Schön und angenehm. Schuhe, eine Schuhbürste. Lecker, lecker Obst. Aber sonst ist hier nicht wirklich viel. Tür zu. Zieht. Okay, der Inhalt hat sich nicht wirklich geändert. Aber der hat sich geändert. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Okay. Er verbietet ihr also das Musikmachen. Auch nett. Macht man heutzutage so. Ich habe die Schallplatte schon gesehen. Wir kümmern uns gleich drum. Will nur noch mal gucken, ob sich vielleicht was verändert hat. Ja. Prothesendiebe. Nimmersatte Bastarde. Kann mir keine neue kaufen. Warum das beschissene Bein? Okay. Wir haben schon wieder kein Spiegelbild. Da können wir nichts machen. Da liegt die Schallplatte, die nehmen wir gleich auf. Da kann ich auch nichts machen. Was passiert hier? I needed a jar and a plastic tubing.
I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Okay. Die nächste Zutat ist also Blut. Alles verbrannt, alles verkohlt. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt verbrannt ist. Es sieht alles eher geschmolzen aus, anstatt verbrannt. Okay, wir kommen hier nicht mehr raus. Inhalt ist immer noch der gleiche. Der Zettel ist weg. Sieht aus, als würde jemand in dem Bett drinnen liegen. Erinnert mich auch nicht wirklich an Brand, sondern eher irgendwie an eine Scheinwelt, als wären wir in einem Gemälde drin, wo die Farbe verlaufen ist. Kriegen wir das auch wieder hin? Das ist... Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Nee. Nee. Hallo? Ich wüsste, was ich jetzt machen soll. Okay, hier ist soweit wieder alles schick, außer das Bett, das ist nach wie vor zum Teil zerlaufen, genauso wie das Bild, als würde sich da Farbe ablösen. Nach wie vor kein Spiegelbild. Okay, Inhalt scheint auch wieder der gleiche zu sein. Ja, alles klar. Schuhe. Hallo. Okay, der Inhalt ist auch noch der gleiche. Licht ist noch an, das finde ich gut. Und wir sind wieder bei der Leinwand. Ich ertrage es nicht, dich so zu sehen. Es geht dir nicht gut, du schwitzt und zitterst die ganze Nacht und hier bist du nun, wie üblich, eingesperrt in deiner Werkstatt. Dieser ganze leidende Künstlerunfug hat jetzt aufzuhören. Okay, ich wäre als Frau wahrscheinlich echt genauso sauer. Oh, wir haben wieder ein Spiegelbild. Haben wir denn was Neues gefunden? Ja, das Hochzeitsfoto. Ah, neue... da oben ist die neue Zeichnung. Okay, Moment. Zuerst suchte ich nach einer Leinwand. Nicht irgendeiner Leinwand. Ich musste ein Messer finden. Nicht irgend so ein Brotmesser. Es musste scharf wie eine Rasierklinge sein. Also nutzte ich
benutzte ich tatsächlich eine Rasierklinge und bog vorsichtig die Haut ab. Der Suff half dabei, meine Hand ruhig zu halten. Okay, das ist quasi immer der Text, den wir dann dazu hören. Der Tisch ist auch zerlaufen. Hass, selbst jetzt, verloren, alleine. Du verdienst es. Ein Grab für dich. Beende es. Okay. Wir setzen die Zeichnung fort. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich benötigte ein Gefäß und einen Plastikschlauch. Ich hatte schon mal Benzin abgezapft. Ich wusste also, wie es gemacht wird. Ich steckte den Schlauch in eine Vene und fing an zu saugen, bis mein Mund voll Blut war. Dann das andere Ende des Schlauches in das Gefäß und es lief immer weiter. Der Geschmack von Kupfer verfolgte mich die ganze Nacht. Warum hatte ich nicht an eine Spritze gedacht? Ich lese vorsichtshalber nochmal vor. Denk mal, ist ganz angenehm. Was das sein soll, ich habe echt keine Ahnung. Was? Form tritt heraus. Okay, ich weiß zwar nicht, wo hier eine Form zu erkennen sein soll, aber das passt schon. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. So kann man es natürlich auch auslegen. Also, ich glaube, der Typ hatte ein leichtes Alkoholproblem. Die Rollen sind weniger geworden. Wesentlich weniger. Ich hoffe ja immer noch was Neues hier drin zu finden. Die Tuben sind auch weniger geworden. Die Kisten sind weg. Okay, die hätte ich mir vielleicht vorher angucken sollen. In einer Intelligenzbestie manchmal. Gut, dann machen wir mal weiter. Das Bild hing da vorhin schon. Warum? Zugekettet, versperrt. Trocknete Pflanzen. Ah, ja, lass mich. Nagersamen, ich sehe die Erde sich bewegen. Verfaulter Boden, nichts anderes wächst. Okay. What? Abgeschlossen. Da kann man nichts machen. Da auch nicht. Das kenne ich noch aus meiner Schulzeit. Alter, Pinsel, Kasten. Und wieder massig Bücher. Bücher! Bücher! 100.000 Bücher! Ein Klavier? Da ist nichts. Da auch. Ah. Was? Dein Ernst? Darf ich mal bitte erfahren, was hier passiert?
Da liegt ein Zettel. Über einen Jungen, der in einer Höhle aufwacht. Er findet eine mysteriöse Nachricht und eine Pistole. Dann reist er durch verschiedene Umgebungen, Wald, Felder, Fluss. Schließlich gelangt er zu einer kleinen Hütte im Wald, wo sich herausstellt, dass dies alles nur ein Produkt seines Unterbewusstseins gewesen ist, hervorgerufen von einer traumatischen Kindheitserinnerung. Er tötete den Mann, der seinen Vater ermordet hat. In der Realität sabberte er in einem Irrenhaus vor sich hin, wo er die ganze Zeit gewesen ist. Verstehst du? Der Angelpunkt ist eine Spielerei, aber ich glaube, es funktioniert. Könntest du ein Storyboard für mich machen? Wenn du interessiert bist, werde ich dir die Details sofort rüberschicken. Ganz ehrlich gesagt, ich denke, dass du diesen Job annehmen solltest. Es wird gut gezahlt und es würde deine Gedanken ablenken von nun. Du weißt schon, von allem anderen. Bitte gib mir so schnell wie möglich Bescheid. Thomas Caldwell. Okay. Ich sehe da hinten auch rein gar nichts. Diese gruseligen Bilder hier überall. Wird das dunkel. Also ich vermute, ihr seht nicht viel. Natürlich, wieder mal abgeschlossen. Ganz viele Bücher. Kann ich irgendwo Licht anmachen? Kleider. Geschirr, Besteck. Etliche Stühle. Da ist gar nichts. Das kann ich nicht aufmachen. Was war das? Boah, hab ich mich erschrocken. Mann, immer noch abgeschlossen. Keiner da? Da, natürlich. Kreative Blockade. Jo. Okay, die Tür ist auch weg. Mann, ich will mich nicht nochmal umdrehen. Ich dachte schon. What? Ich hasse Puppen. Warum müssen es immer Puppen sein? Okay, sie hat den Schlüssel, das ist schon mal gut. Fällt immer mehr. Ja, natürlich. Was? Ah, nichts drin. Vergiss nicht. Juni. Moment. Das schreibe ich mir mal kurz auf. 9.6. Vielleicht wird das noch interessant. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Okay, das sieht echt hübsch aus. Also da kann ich nichts gehen. Das sieht echt schick aus. Und das sind wieder diese üblichen Gruselbilder. Was? Mann!
Viel zu dunkel? Mach das Licht an. Natürlich. Abgeschlossen. Kann ich die auch anmachen? Nee, natürlich nicht. Licht! Na. Ja, so ein Stillleben. Jetzt ist nicht mehr versperrt. Okay. Und natürlich Suffflaschen. Überall versteckte Suffflaschen. Gut, das macht man also mit den ganzen Büchern hier. Man stopft Türen, die nicht benötigt werden. Was steht da? Ich kann es echt nicht erkennen. Tut mir leid. Und schon wieder Bücher über Bücher. Okay. Da gehen wir gleich hin. Ganz viel Kleidung. Idioten. Guck mal erst hier hinten. Der Raum sah so separat aus. Blinde Narren. Idioten. Einfallspinsel. Ah ja. Ugly. Ugly. You ordered a true portrait. So that's where I painted, you fucking plant. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face! Okay. Das soll also ein Porträt sein. Von jemandem, der sich eins gewünscht hat. Wir machen die Tür mal wieder zu hier. Ah. Natürlich. Und wieder abgeschlossen. Das sieht nach Bibliothek aus. Da geht's nach unten. Geschlossen. Da liegt der Schlüssel. Vermute ich mal. Das komische Stillleben schon wieder. Wieder irgendwelche Zettel, die wir nicht aufheben können. An einer eigenen Bibliothek im Haus. Nicht schlecht. Hat nicht jeder. Lass mich dieses Foto angucken. Mann. Will ich da lang? Okay. Noch was? Sieht nicht danach aus. Komme ich jetzt da oben rein? Würde ungern weitergehen, bevor ich nicht weiß, ob ich hier oben reinkomme. Okay.
Was soll das sein? Da schläft ein Kind? Hier? Da liegt noch eine zweite Person. Okay. Wo man das Gesicht ein bisschen verbrannt hat. Wieder sehr hübsch. Okay. Judy. Das hätten wir. Und in den Gang geht's dann in der nächsten Folge weiter. Ich danke wie immer fleißig fürs Dabeisein. Vielen Dank, dass du zusiehst. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und damit bin ich raus, euer Klaus. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.